Herzlich willkommen zurück zu Sky Sport News HD mit Andreas und mir geht es jetzt weiter durch den sportlichen Abend. Schönen guten Abend, Bundesliga freies Wochenende, aber eben kein fußballfreies Wochenende. Es liegt an diesen ganzen Spielen, die gestern und auch heute schon stattgefunden haben und natürlich auch morgen, da wartet ein Spiel. Genau, und deswegen schauen wir auch gleich in unsere Nationalelf rein. Man ist bereit für Baku und das Spiel gegen Aserbaidschan. Sollte für das DFB-Team nicht mehr als eine Pflichtaufgabe sein. Bundestrainer Joachim Löw hat auf der heutigen Pressekonferenz das Ziel benannt. Es soll der 5. Sieg werden. Aserbaidschan gegen Deutschland. Das heißt der Weltranglisten 89. gegen den Weltmeister. Die Favoritenrolle dementsprechend klar verteilt. Die Vorgabe ist eigentlich auch, denke mal, klar definiert und klar besprochen. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt zumindest bis Sommer mal diese Qualifikation ohne Punktverlust durchziehen. Was im Klartext heißt, alles andere als ein Sieg wird vom Bundestrainer nicht toleriert. Angeführt wird die DFB-Elf von Sami Khedira. Der Mittelfeldmotor von Juventus Turin ist zumindest für diese Partie neuer Kapitän. Es ist nicht ganz so einfach, hier zu spielen, aber es kommt auf uns drauf an, dass wir von Anfang an hochkonzentriert, seriös spielen und dann letztendlich den nächsten Sieg und einen souveränen Sieg einfahren und ein gutes Spiel abliefern. Klingt erstmal einfach. Aserbaidschan, aber alles andere als ein Selbstläufer. Die ersten drei Spiele kassierten die Kaukasier keinen Gegentreffer, schlugen Norwegen und holten ein Remis in Tschechien. Sie verstehen natürlich gut zu verteidigen, sie sind mittlerweile sehr gut organisiert, körperlich robust, aber sie verstehen eben auch gut nach vorne zu spielen, sind natürlich auch hoch motiviert, gerade gegen Deutschland. Gastgeschenke soll es vom Weltmeister nicht geben. Stattdessen will die DFB-Elf Zählbares mit auf die Heimreise nehmen. Deutschland gegen Aserbaidschan hier in Baku. Das findet statt in diesem Stadion, im Tofik Bachramow Stadion. Bachramow, genau richtig, da war doch was. Das WM-Finale 1966 in Wembley, das Wembley-Tor. Der Schiedsrichter aus der Schweiz, Gottfried Dienst, hatte es nicht genau gesehen und lief eben zu jenem Tofik Bachramow, der hat es auch nicht genau gesehen, hat sich dann aber am Jubel der Engländer orientiert und hat auf Tor entschieden. Die Legende vom Wembley-Tor ist entstanden. Bachramow war es egal und Deutschland war den Titel los. Hier in Aserbaidschan ist er nach wie vor ein Held. Für Sie vor Ort in Baku bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, Christoph Halimberopoulos für Sky Sport News HD.